Ja, hallo, schönen guten Abend zusammen. Pressekonferenz nach dem zweiten Finalspiel. Grizzlies Wolfsburg gegen den ERC Red Bull München, Endstand 2:3. Stand der Serie damit 0:2 aus Sicht der Grizzlies. Ich darf die Trainer beider Teams bei mir begrüßen und übergebe das erste Wort an Don Jackson, den Gästecoach. Ja, guten Abend zusammen. Die Mannschaft hat wieder große Charakter gezeigt. Nach dem 0:2, wir stark zurückgekommen. Das Tor von Maxi Kastner hat uns die nötige Energie gegeben, um das Spiel zu drehen. Glückwunsch an Michael Wolf für sein dunhütetes DEL-Tor und Frank Maurer danach das wichtige Führungstor geschossen von einem schönen Pass von Dominic Cahoon und Danny Austin-Birken hat am Ende den Sieg festgehalten. Danke sehr. Vielen Dank, Don Jackson. Pavel, dein Statement zum Spiel, bitte. Ja, guten Abend. Gratulation an Don, seine Mannschaft, zu dem Sieg. Wir wissen ganz genau, dass wenn du München schlagen willst, es reichen keine 40, keine 50, keine 55 Minuten. Du musst einfach 60 Minuten spielen und das haben wir heute nicht gemacht. Aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht warum. Den Münchner gibst du einfach so viel, das nehmen sie sich und das nutzen sie auch. So viel Qualität haben sie einfach in der Mannschaft. Die Jungs haben gekämpft, die haben geärgert, die haben alles gemacht, aber es muss einfach über die volle Distanz gehen. Das hat man im letzten Drittel auch gesehen, dass es geht. Und das startet mit allen, das startet mit den Leaders, was wir haben. Wenn wir das da eigentlich in der Mannschaft haben, können wir die Münchner irgendwann mal schlagen und dann können wir auch mehr erreichen. Aber um den nächsten Step zu machen, du brauchst 60, keine 40. Münchner haben zwei Tore in München im zweiten Drittel geschossen, heute drei auch in dem zweiten Drittel geschossen. Da müssen wir einfach besseren Job machen. Wir werden die Köpfe nicht hängen lassen. Das sollte auch keine Kritik sein, überhaupt nicht. Das sollte auch normale Resümee sein. Aber wir wissen, dass wir gegen die Mannschaft spielen können. Das wissen wir. Aber da brauchst du alle 12 Stürmer, alle 7 Verteidiger, 60 oder 60 plus. Das ist das, was wir brauchen. Effort war da, Einsatz war da, okay, alles, aber diese mentale Stärke einfach. Diese mentale Stärke nach dem Winning Hockey. Das müssen wir lernen. Danke. Vielen Dank, Pavel. Fragen an die beiden Trainer. Bitte. Reden wir überhaupt lieber über Powerplay, geben Sie mir lieber eine Frage. Katastrophe. Katastrophe. Andere Fragen als nach dem Powerplay? Bitte. Ja, Frage an Don Jackson. Können Sie noch was sagen über Michi Wolf? Was macht seinen Wert für die Mannschaft aus, für Sie? Was sagen Sie über Ihren Kapitän zum Beispiel? Er ist ein sehr großes Beispiel für die ganze Mannschaft, eine Top-Führungspersönlichkeit und immer bereit vom Anfang an bis Ende in der Saison, jeden Tag in Training und auch ein Superspieler. So, wir sind glücklich auf die Mannschaft Michael haben und die ganze Mannschaft sind sehr stolz an Michael. Weitere Fragen? Keine weiteren Fragen, dann wünschen wir unseren Gästen aus München eine gute Heimreise. Gründonnerstag geht's weiter, dann wieder in der Olympia-Eissporthalle. Bis dann, tschüss, ciao von dieser Stelle.